Wie geht Geld, Kredite ohne Zinsen, das Thema. Und Sie werden fragen, das gibt's doch nicht, gibt es doch. Ja, was wir kennen bei niedrigen Zinsen ist, dass es aufs Sparbuch oder auf andere Geldanlageformen überhaupt keine Zinsen mehr gibt. Aber jetzt gibt es auch eine neue Entwicklung, dass man tatsächlich Kredite bekommen kann und keine Zinsen mehr dafür bezahlen muss. Was ist dran an diesen Null-Zinskrediten? Es gibt ja zum Beispiel solche Kreditvergleichsportale, Smava, wo private Leute anderen privaten Kredite vergeben oder auch Banken an private Kredite vergeben. Oder es gibt Check24, so ein Kreditportal. Warum machen die Banken das? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Zinsen sind momentan niedrig. Viel kostet das die Banken gar nicht. Und sie sagen, das Geld, das tun wir mal, das schreiben wir mal als Werbekosten ab. Einer, der sich für 1.000 Euro einen Kredit leiht, der kommt vielleicht auch irgendwann mal wieder und braucht wieder einen Kredit. Also, so ist die Rechnung der Banken. Was heißt das aber für Sie? Drei Tipps. Erstens, die Kredite wirklich vergleichen. Zweitens, gucken, ob sich da nicht doch irgendwo noch versteckte Kosten verbergen. Und drittens natürlich, selbst wenn ich keine Zinsen bezahlen muss, gut überlegen, was das heißt für die nächsten 3 Jahre, 36 Monate. Denn das ist immer auch Konsumverzicht in der Zukunft. Also kann ich mir den Kredit überhaupt leisten? Die Bank wird ohnehin ihre Kreditwürdigkeit überprüfen. Ohne eine positive Prüfung gibt es also auch keinen Kredit, auch nicht für null Zinsen. Also Kredite vergleichen, auf versteckte Kosten achten und die Raten sich durchrechnen lassen, dass ich die auch wirklich über die Laufzeit bezahlen kann. Das war's mit Wie geht Geld? Wir sehen uns wieder an dieser Stelle.